aussehen wie der angehimmelte Star. Manchmal möchte man das ja. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal so auszusehen wie du. Na, wenn willst du ja aussehen wie dieser Hollywood-Typ da, dieser Reynolds. Ich weiß Ryan gar nicht, wer Reynolds. Das ist. Der kommt demnächst zu uns. Ryan Reynolds. Da freut sich Alina schon sehr. Ich möchte nicht aussehen wie der. Du möchtest nur. Möchte ganz andere Sachen. Na gut. Aber manche wollen ja aussehen wie der große Star und nehmen dazu auch eine Menge OPs in Kauf. Ja, das wird dann allerdings etwas gruselig. Man geht ganze Schuldenberge dafür ein und sieht dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr ganz so natürlich aus. Lippen aufspritzen und Botox, dass es nur so kracht. Das ist Lisa Heinz, die sich ihr Gesicht in einem Jahr 8-mal mit diversen Spritzen und Eingriffen optisch verschönern ließ. Der Grund, sie will aussehen wie ihr Idol Katie Price. Katie benutzt immer Botox und lässt sich die Lippen aufspritzen. Ich dachte mir, wenn sie das so oft macht, dann will ich das auch. Auch Lisas Mann Steve ist großer Katie Price-Fan. Der Busfahrer aus Warrington in der Nähe von Liverpool ist 20 Jahre älter als seine Frau und hätte nichts dagegen, wenn die wahre Katie Price sein Frauchen wäre. Katie Price ist toll. Ich liebe alles an ihr. Sie hat es nicht verdient, dass man sie schlecht macht. Ich finde sie attraktiv. Vor 8 Jahren heiraten Lisa und Steve und damals sah Lisa noch ganz anders aus. Die beiden sind unzertrennlich und haben vieles gemeinsam, vor allem ihre Liebe zu Katie Price. Wo auch immer ihr Idol ist, da sind sie auch. Gemeinsame Selfies mit dem ehemaligen Boxenluder sind für beide das Größte. Katie ist unser Engel, sie ist für uns sehr wichtig. Wir verfolgen alles, was sie macht. Ich war früher blond, aber als sie sich die Haare schwarz färbte, machte ich es auch. Ich wurde fanatisch, habe versucht, mich so anzuziehen wie sie. Ich wurde ein richtiger Katie-Klon. Lisa will so aussehen wie Katie, doch das schafft nur ein Chirurg. Der aber kostet und weil die Hausfrau keinen Penny verdient, muss der Ehemann und Busfahrer eben ran. Lisa besteht sogar darauf, dass Steve sich schriftlich mit einem Ehevertrag dazu verpflichtet und er unterschreibt sogar. Ich war schockiert, als Lisa auf den Ehevertrag bestand, aber es gibt nichts, was ich ihr abschlagen kann. Du dachtest, das ist dein Scherz? Ja, zuerst schon, aber Lisa machte ganz deutlich, wenn ich nicht für die Eingriffe bezahle, dann würde sie mich nicht heiraten. Ich hatte ja keine andere Wahl. Lisas Ehevertrag hat ihn bislang 60.000 Euro gekostet. Mit einem Busfahrergehalt ist das selbst mit Überstundenschuften nicht machbar. Und so häufen sich die Schulden auf über 30.000 Euro. Ich fing an zu glauben, dass ich Katie Price bin. Es war so schlimm. Steve hat mich geschüttelt und geschrien. Du bist total besessen, das muss aufhören, du brauchst Hilfe. Ich habe versucht zu laufen, wie sie ihre Mimik imitiert. Steve hat seine eigene Ehefrau nicht mehr erkannt. Und dann kommt es zu einem wahrhaft tragischen Moment. Sie sind im Urlaub und Lisa rutscht am Pool aus. Die mehrfach aufgespritzte Lippe platzt auf. Ich sah aus wie ein Freak in einer Horrorshow, das war krank. Da habe ich mir gedacht, was hast du dir angetan? Und ich war total sauer auf Steve und habe ihn angeschrien, wie konntest du mich so weit gehen lassen? Das war für mich das Schlimmste, als ich sie vor mir sah, blutüberströmt. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass das nie wieder heilen und sie für immer entstellt sein würde. Und ich war schuld. Lisa ist immer noch in Behandlung. Ihre Lippenfüller müssen langsam aufgelöst werden. Sie hat Narben im Mund. Die Leiterin einer Schönheitspraxis, Claire Corliss, soll Lisa helfen. Wie auch vielen anderen, denn leider häufen sich in England Fälle wie Lisas. Ich praktiziere seit 10 Jahren und kenne mich mit Botox und Lippenaufspritzen aus. Ich bin seit 30 Jahren Krankenschwester. In den vergangenen paar Jahren hatte ich 3-mal so viele aufgeplatzte Lippen wie davor. Es gibt in diesem Bereich zu viele Pfuscher, die die Lippen zu voll aufspritzen oder nicht genehmigte Produkte verwenden. Das ist nicht vertretbar. Es geht nicht um die Kundin, sondern nur um den Profit. Promi-Wahn hin oder her, Lisa hat mittlerweile die Schnauze voll vom Lippenaufspritzen. Aber es fällt ihr nach wie vor schwer, sich von kosmetischen Eingriffen fernzuhalten, trotz Therapie. Für mich sind die Medien schuld.
Überall, wo man hinguckt, sind Promis, die mit ihrem Super-Lifestyle protzen. Die nehmen alle Botox und spritzen sich die Lippen auf. Klar wollen Frauen wie ich das dann auch machen. Jeder will doch so sein wie sein Idol und für mich war das Katie Price. Ich wollte ihr näher kommen, so sein wie sie. Sie hatte nie Probleme damit und ich dachte, wenn das für sie okay ist, dann kann ich das auch. So kann man sich täuschen. Lisa und Steve haben jetzt ein gesünderes Hobby gefunden. Weg von Katie, hin zum Stangentanz. Pole Dance macht zudem fit und es gibt Amateurtanzwettbewerbe, bei denen man Preisgelder verdienen kann. Schließlich müssen die Schulden bezahlt werden. Ich lasse mir nie wieder die Lippen aufspritzen, nie wieder. Botox vielleicht ab und zu mal, aber nicht mehr alle 3 Monate. Ich versuche wirklich aufzuhören. Ich habe das so oft gemacht, obwohl ich das gar nicht gemusst hätte. Ich will mein eigenes Leben leben. Ja, sein eigenes Leben leben, das ist es. Ich kann es allen nur raten, tut nicht, was wir gemacht haben. Es ist rausgeschmissenes Geld. Lisa und Steve wollen bald Kinder, aber bis dahin versuchen sie erstmal zu zweit glücklich zu sein. Und das ohne kosmetische Eingriffe und vor allem ohne die schädliche Dreieckbeziehung mit ihrer Heldin Katie Price. Frisch geduscht und nun? Bevor man die Sauna betritt, sollte man sich unbedingt gut abtrocknen, weil trockene Haut besser schwitzt. Und diesen Effekt will man beim Saunieren schließlich erreichen.